So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Grand Ages Medieval. Und wir wollten was machen? Achso, ja, ich wollte wieder zurückfahren mit meinem Handelskarren. Exquisit. Und wollte auch eine... Ach nee, ich wollte warten, bis wir hier eine neue Einheit haben. Um quasi dann die Handelslizenzen uns zu besorgen. So, ach ja, wir kriegen ja eh einen Hinweis. Wenn es denn soweit ist. Ja, unseren Bautrupp können wir aktuell noch nicht verwenden. Da ist unsere Einheit, sehr schön. Sophia. So, dann... Ach, Menno. Bitte mal noch Split. So, dann handeln wir nebenbei noch mal ein bisschen. Auf 2. Hier kaufen wir auch bis 2. Okay, hier gibt es massiv viel. Okay, gut. Dann einmal Richtung... Mit Freude. Na, eigentlich Richtung... Na, eigentlich Zagreb wäre mir lieber. Aber egal. So, Diplomatie. Seid gegrüßt. Was könnt ihr mir bieten? Ich hätte gern ein Transitabkommen. Kriegst dafür 10.000. Ihr bietet zu wenig. Was könnt ihr mir bieten? Dann gibt's 15.000. Ihr bietet zu wenig. Und Holz möchte haben, das ist okay. Schätzt euch glücklich, denn ich nehme... Dann kann man nämlich jetzt eine neue Verbindung bauen zwischen Sophia und Split. Das sieht gut aus. Eine gute Wahl. Passt. Und wir kümmern uns gleich mal darum, dass unser Händler... Jetzt noch das ist unmöglich. Ach so, ja, ich muss natürlich erstmal eine ein Handelsabkommen mit denen machen. Sagen wir mal 7.500. Sehr diese geil. So, dann der Händler, Exquisit. Bitte nach Split. Wir was? Reisen weiter nach so weit? Zagreb. Machen da genau das gleiche. Einmal Transit. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Für 12.500. Und also da müsst Fisch. Ihr aber noch nachbessern. Ist okay. Und na dann lasst mal euer Angebot hören. Handel bitte für 15.000. Yes. Das macht. Von Werken und Wegen. Viele Käufer sind dir gutes Gold in deinen Taschen. Finde das rechte Maß und deinem Volke wird es an nichts mehr fehlen. Doch werde überdies nicht müd. Erbaue weitere Handwerkshäuser und vergiss auch deine Händler nicht. Sind ihre Karren groß, so wächst gleichwohl das Maß der Kostbarkeiten, die sie tragen können. Alles klar. Ausgezeichnet. Du verfügst nun über genügend Handelspartner, um die Waren zu... oder um die Waren verkaufen zu können, die insofern produziert, aber nicht verbraucht werden. Nun solltest du deine Produktionskapazitäten weiter erhöhen, damit du jegliche Nachfrage abdecken kannst. Es ist nun auch an der Zeit, über die Transportkapazitäten deiner Händler nachzudenken, was wir schon mal gemacht haben. Errichte weitere Produktionsstätten in Sofia, sodass du 14 Betriebe besitzt. Errichte vor allem Betriebe, deren Waren du bei deinen aktuellen Handelspartnern verkaufen kannst, ohne einen Überfluss zu erzeugen. Füge außerdem einem Händler eine zweite Handelskarre hinzu. Gut, wir haben sogar schon 5. Das ist kein Problem. Nutze die Funktion Handelsroute einrichten, um einen Händler eine automatische Route einzurichten. Ja, könnte man eigentlich auch mal... Derweil in Sofia noch Vorbereitungen für den Besuch der Kaiserin getroffen werden, bereist Eudokia selbst den Osten des Reiches. Sie will die Städte und Provinzen näher kennenlernen und auch das Volk soll die Gelegenheit bekommen, sich ein Bild von der neuen Herrin zu machen. Insbesondere Barnas, Graf von Odessa und Bruder des Patriarchen, weiß mit blühenden Siedlungen zu beeindrucken. Die Kaiserin lässt keine Möglichkeit aus, um alles über die neuartigen Technologien zu erfahren, die hier eingesetzt werden. Barnas indes zeigt ebenfalls ein gewisses Interesse. Der Barnas. Wo bin ich eigentlich? Da oben. Ja, also anscheinend unser Konkurrent, was... Muss das sein? Die Zuneigung für... Werter Leon,
Auf meiner Reise nach Odessa habe ich Banas, den Bruder des Patriarchen, besucht. In seinen Provinzen blüht und gedeiht es. Er sagt, seine Gelehrten hätten eine neue Anbaumethode für Getreide entdeckt. Die Drei-Felder-Wirtschaft. Ich wünsche, dass auch eure Bauern diese neue Erfindung nutzen. Es wäre mir eine Freude, eure Felder in voller Pracht zu sehen, wenn ich Sophia besuche. Sophia! Kaiserin Eudokia war zu Besuch bei einem Adligen namens Barnas. Er ist der Bruder des Patriarchen von Konstantinopel und Graf von Odessa. Seine Bauern erzielen durch die Entdeckung der Drei-Felder-Wirtschaft wesentlich höhere Erträge. Beschäftige dich mit neuen Technologien. Rufe den Dialog Entwicklung auf und erforsche mithilfe von Entwicklungspunkten die Drei-Felder-Wirtschaft. Tipps: Jede Stadt beansprucht eine bestimmte Fläche in ihrer direkten Umgebung. Je mehr Einwohner eine Stadt hat, desto größer ist diese Fläche. Die von einer Stadt beanspruchte Fläche entspricht gleichzeitig ihrer Sichtweite. Sie wird durch den großen Kreis angezeigt, wenn du den Mauszeiger über eine Stadt bewegst. Dein Gebietsanspruch entspricht den Gesamtflächen all deiner Städte. Von ihm hängt dein Erfolg als Eroberer ab. Je erfolgreicher du bist, desto mehr Entwicklungspunkte erhältst. Also Forschung. Wir müssen Forschung betreiben. Entwicklung. Und hier haben wir die Möglichkeit Produktion, Infrastruktur. Ach, Militär. Reitschule ermöglicht. Der Speer steht von Anfang an zur Verfügung. Cool. Wir müssen die Reitschule bauen. Bevor ich jetzt hier irgendwas anderes mache, baue ich die Reitschule. Ach, ich musste das entwickeln. Alles klar. Wir haben 3 Punkte. Okay, dann machen wir natürlich erstmal Bier oder beziehungsweise das Brauhaus. Bestätigen. Und die 3-Felder-Wirtschaft. Jawohl. Neues Video. Erstmal noch nicht. Dann machen wir direkt den Speer. Werter Leon, ich bin sehr zufrieden mit dem, was mir die Boten aus eurer Provinz berichten. Daran sollen sich ein paar andere Stadtherrscher ein Beispiel nehmen. Jawohl. Zeigt euch verschwenderisch. Eurem Ruf bei Hofe kann das nur nutzen. Unter uns gesprochen bin ich es nämlich leid, mir das Genörgel von sturen Senatoren anzuhören, die Angst vor jeder neuen Erfindung haben. Du hast dich mit der Erforschung neuer Technologien beschäftigt. Jedes Mal, wenn du einen Rang aufsteigst, wirst du weitere Entwicklungspunkte erhalten. Du kannst dann selbst entscheiden, in welchen Bereichen du investieren möchtest. Produziere mit Hilfe der neuen Anbaumethode 100 Getreide. Bedenke, du benötigst dazu keine neuen Betriebe, denn die vorhandenen Höfe erzeugen nun die doppelte Warenmenge. Investiere die Entwicklung in den Bereich Produktion, wenn wirst du es leichter an Bürger und Truppen zu versorgen. Außerdem kannst du dadurch leichter Handelsgewinne machen. Investierst du in den Bereich Militär, erhältst du Zugriff auf stärkere Truppen. Ja, das haben wir ja beides schon gemacht. Und jetzt bitte die Reitschule, damit wir vorankommen. Beziehungsweise damit wir den Speer bekommen. Wir sollen 100 Getreide produzieren. Okay, dann würde ich sagen, machen wir nochmal 2 Betriebe. Wo sehe ich denn überhaupt meinen Rang? So, wie können wir hier die Reiter durchgehen? Also Einheiten. Ante Karadzic. Handelsrouten haben wir gar keine. Steht da mal Sophia bis jetzt. Oder Sophia? Sophia. In deinem Reich gibt es so gut wie keine Probleme. Weiter so. Dein Imperium. Da haben wir es. Wir sind Dorfmeister. Also Stufe 1. Wir können aktuell maximal 2 Truppen besitzen. Das ist verdammt wenig. Und hier sehen wir unseren aktuellen Gebietsanspruch. Liegt bei 812? Nee. Naja, liegt auf jeden Fall so zwischen 800 und 1200. Und dementsprechend müssen wir noch ein wenig Gebietsanspruch dazu bekommen. Ja, haben wir ja gelernt. Das bekommen wir entweder, indem wir unsere Stadt, also die Einwohnerzahl unserer Stadt erhöhen, oder, naja, am einfachsten geht es, wenn wir uns neue Städte aneignen. Das wird allerdings erst nach und nach dazu kommen. So, Eudokia ist einfach mal Stufe 16. Rahib Sultan hat gar nichts. Achso, Sultan ist wahrscheinlich wieder was Eigenes. Siegpunkte 15. Wir haben 25 Siegpunkte. Okay. Diplomacy. Da sehen wir, wir sind neutral mit Kaiserin Eudokia und neutral mit Großkaufmann Benito Gobin. Den Rest haben wir noch nicht entdeckt. Und Regionen. Da sehen wir, wir befinden uns in Byzanz. Nötig für Titel 30% Gebietsanspruch, ja. Nee, wo sind wir denn? Ach, wir sind hier im Balkan. Nötig für Titel 25%. Wir besitzen aktuell in im Balkan 4%. Und wenn wir quasi den Gebietsanspruch haben wollen, müssen wir also doch uns ein wenig erweitern. Herrführer wäre Milos Obilic.
und wir bekommen eine Spezialeinheit Säbelkämpfer. Der Heerführer schließt sich dir an, sobald du den Titel dieser Region erworben hast. Also, ich würde sagen, wir kümmern uns dann erstmal so hauptsächlich um die Region des Balkans, damit wir hier, ja, quasi der Herrscher vom Balkan werden. Denn ich glaube, das wäre das schnellste und einfachste. Meiner Meinung nach. So. Mal nach Norden ausrichten. Okay, wir müssen Getreide produzieren, das machen wir. Unser Händler handelt. Wir können auch mal eine... Komm, wir machen mal eine automatische Route. Und zwar, wir sagen, Sofia, Split, Zagreb, Budapest. Ach, hier sieht man übrigens alle Waren. Alles klar. So, Route aktivieren. Und los geht die Tour. Und der handelt jetzt Waren billig ein und verkauft teuer. Was? So weit? Was? Das Ziel ist zu weit entfernt? Was? Muss das sein? Okay, ich komme irgendwie nicht weiter nach Norden. So viel gelaufen. Da ist anscheinend so eine kleine... So viel gelaufen. Ja, okay, das geht irgendwie nicht. Warum auch immer. Gut. Da sollen wir hin? Gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar andere Sachen finden. Och, vielleicht so ein paar viel gelaufen. Karren oder so. Ach, Menno. Die Planungen für eine Reise zu euch sind bereits im Gange. Bitte trefft alle Vorkehrungen, damit ihr bereit seid, wenn ich mit meinem Gefolge nach Sofia aufbreche. Ja, wir sind dabei. Muss das sein? So, ein Obelisk. Hallo. Okay, wir werden angegriffen. Wir kriegen wieder massiv auf den Sack. Oh, wir haben es geschafft. Nur wenige Jahrzehnte ist es her, als die Normannen Italien eroberten. Ihr Ehrgeiz ist groß, ihre Truppen sind gefürchtet. Nun haben sie das byzantinische Ufer erreicht und dort die Stadt Vlora errichtet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Normannen übersetzen und Angriffe unternehmen. Doch der neue Brückenkopf weist auf andere, größere Ziele hin. Die Normannen. Werter Leon, ich bin beunruhigt über die jüngsten Nachrichten aus dem Westen. Ein neuer normannischer Stützpunkt, das kann nichts Gutes bedeuten. Bitte festigt eure Grenzen. Gründet eine neue Siedlung, um den Untertanen der Region mehr Sicherheit zu bieten. Ich würde meinen Besuch bei euch wirklich ungern verschieben müssen. Normannen haben von Italien aus das byzantinische Ufer erreicht und dort die Stadt Vlora errichtet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Normannen übersetzen und Angriffe unternehmen. Doch dieses Mal scheinen sie es auf weiter östlich gelegene Städte wie Thessaloniki oder gar Konstantinopel abgesehen zu haben. Die Kaiserin möchte, dass du eine neue Stadt gründest, um den Normannen zu begegnen. Bei ihrem Besuch wird diese Stadt zusätzliche Sicherheit bieten. Naja gut. Rekrutiere im Gasthof einen Siedler, um eine neue Stadt gründen zu können. Die Städte sind nicht leicht einzunehmen und haben einen sehr großen Sichtradius, mit dem sie feindliche Einheiten frühzeitig erkennen können. Je mehr Einwohner eine Stadt hat, desto größer ist ihr Sichtradius und desto schwieriger ist sie einzunehmen. Alles klar. Wir müssen also eine neue Stadt gründen. Dazu gibt es sogar... Nee, dazu gibt es keinen festgelegten Ort. So, Siedler. Anwerfen. Das wird ein wenig dauern. Um unseren Händler müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Der handelt ja automatisch jetzt. Das Einzige... Oh, ich habe echt meine Einheit schon wieder verloren. Nee, die kämpfen noch. Schon gedacht, wir haben die schon wieder verloren. Ja, die Schlacht gewinnen wir mal. Hoffe ich. Na, sehr schön. Da sollen wir hin? Okay, Warenversteck. 342 Hals. Was? Salz. So weit? Und ein Karren. Ach, das war ja das, was wir schon angegriffen hatten, ne? Genau, hier war ja nicht mehr viel übrig. Was? Vom so Gegner. Weit? Und wir finden 276 Wein und machen dadurch 30.000. Da sollen Gewinn. Wir hin? Sehr schön. Ach, Menno. Ziel ist nicht erreichbar. Ah, okay, auf die... Ach, Menno. Die Türkei kommen wir auch. Sehr schön. Muss das sein? So, was finden wir hier noch für Städte? Izmir. Und ein so viel gelaufen. Okay, hier werden wir auch angegriffen. Aber 6-2. Von der Wahl des rechten Orts. Wenn du eine neue Stadt gründen willst, schick deine Siedler aus und lass sie tunlichst suchen.
Sie sollen Kunde davon bringen, welcher Boden deinem Zweck am besten dient. Denn jede Stadt greift tief ins Land hinein, und du tust gut daran, nur einen Ort zu wählen, dessen Schätze dir den Aufwand lohnen. Ja, danke, Rahib. Bevor du eine neue Stadt gründest, solltest du auf die Rohstoffe achten, die sich in der neuen Stadt produzieren lassen. Um mit einem Siedler eine günstige Position zu finden, schicke ihn einfach los und lasse ihn die Gegend absuchen. Er wird dir anzeigen, welche Waren es in seiner Umgebung gibt. Auf deiner Karte wurde südlich von Sofia eine geeignete Position für eine neue Stadt eingezeichnet. Bewege den Siedler dorthin und wähle die Funktion Siedlung errichten dort, wo du Kohle und andere Waren produzieren kannst, die dir derzeit noch fehlen. Okay. Machen wir gleich. Ich kämpfe noch ganz kurz zu Ende. Und dann schicke ich ihn. So viel gelaufen. 20.000, sehr gut. Wieder zurück nach Sofia, da kann er sich erstmal erholen. Und wir kümmern uns, Bautrupp, um den Siedler. Dahin soll ich ihn schicken. Wir wandern los. Finde ich ein bisschen ungünstig, um ehrlich zu sein. Ist ja genau bei der gegnerischen Stadt hier. So, hier finden wir Kohle, Honig, Holz und Ziegel. Wir wandern los. Naja, gut, wir müssen es ja hier leider machen. Wir nennen die Stadt Arta, okay. Ein schönes Land. Arta wurde gegründet. Sei stolz auf deine neue Stadt. Denn wohlverdient ist dieser Stolz und er zieht neue Untertanen an. Doch sorge schnell, dass zwischen deinen Städten reger Warenaustausch herrscht. Nur so kann deine neue Stadt all jener Güter habhaft werden, die sie zum Bau der ersten Häuser nötig hat. Bald wird deine neue Stadt Menschen aus der Umgebung an oder aus dem Umland anlocken. Zunächst musst du aber sicherstellen, dass der Warenaustausch zwischen deinen Städten funktioniert, denn deine neue Stadt hat zu Beginn großen Bedarf an Bauwaren. Errichte eine Stadt zwischen Sofia und Arta, heuere im Gasthof von Sofia einen zweiten Händler an und richte eine einfache Handelsroute zwischen den beiden Städten ein. Wähle dazu den neuen Händler an und nutze die Funktion Handelsroute einrichten. Alles klar. Also, zwei Sachen. Einmal einen Weg nach Arta. Okay. Ein schöner Weg. Das ist natürlich der einfachere Job gewesen. Dann einen neuen Händler. Und ich werde auch gleich mal ein paar neue Karren bestellen. Und zwar 3 Stück. Dann haben wir nämlich auch genau 500. Und wir müssen uns in Arta darum kümmern, neue Produktionen festzulegen. Ich würde sagen, wir nehmen mal die vorhanden sind. Oder die empfohlen werden. Würde ich sagen, das produzieren wir ja hier in Sofia. Hier ist ganz gut, dann können wir aus dem Weizen in Sofia Bier machen. Dann können wir quasi immer hin und her tauschen. Gut, Wolle. Honig und Kohle wird, glaube ich, auch nicht hier gemacht. Ne? Kann man es jetzt noch ändern eigentlich? Ja. Sofia. Ja, das ist hervorragend. Da ist das Einzige, was doppelt ist, dann das Holz. Ansonsten alles neue Produktions- oder Produktionsstätten. Sehr gut. Das können wir natürlich noch nicht machen. Wir warten erstmal ganz kurz. Bis genau der Händler fertig ist. Und bis die Karren fertig sind. Wenn ich produziert. Okay, eins am anderen. Gut, dann warten wir ganz kurz und wir werden nochmal hier jeweils einen neuen Betrieb bauen. Denn wir werden jetzt deutlich mehr verbrauchen an Holz und Ziegeln. So, der macht hier fleißig Gewinn. 36.000 macht er. Das ist natürlich hervorragend. So habe ich mir das ungefähr auch vorgestellt. So, einen Karren bitte noch. Da ist er. Und dann eine neue Handelsroute zwischen Sofia und Arta. Los geht's. Die Reise beginnt. Und hier bauen wir dann 2x Holz. Ich mache von allem 2. Und da geht man am besten hier rauf. Macht das raus und sagt von allen bitte 2. So.
Straße, Händler und Handelsroute. Hast du einen Sprössling gepflanzt? So wächst er schneller, als du glauben magst. Bald stößt sein Wurzelwerk an den Rand der Scherbe, wo er eingesetzt. Verschaff ihm Raum, auf dass er tunlichst weiterwachse. Mit deiner Stadt ist's ebenso. Drum säume nicht, der Gründung ersten Schwung mit neuen Bauten fortzusetzen. Ja, das haben wir gemacht. Sehr gut, nun kannst du Arta schnell mit Leben füllen, indem du Betriebe errichtest. Jeder Betrieb schafft neue Arbeitsplätze und zieht freie Arbeitskräfte mit ihren Familien aus dem Umland an. So erhöht jeder neue Arbeiter die Einwohnerzahl um durchschnittlich 4 Bürger. Ja, also 25 Arbeiter macht quasi 100 neue Einwohner pro Betrieb. Wähle 5 Produktionsbereiche in Arta, haben wir, die deine Produktion insofern gut ergänzen. Errichte anschließend von jedem Betrieb 2. Ja, hervorragend. Haben wir alles, ohne dass ich es wusste, auch perfekt gemacht.